Manchmal ohrfeigt Margot Robbie die Leute, um ihren Willen durchzusetzen. Manchmal schreibt sie einfach einen netten Brief. Dies ist die Geschichte ihrer Reise von Down Under bis an die Spitze der Welt. Margot Robbie wurde am 2. Juli 1990 an der australischen Goldküste als Tochter eines Zuckerrohrmagnaten geboren. Ihr Vater Doug verließ sie, als sie noch sehr jung war, was zu einem angespannten Verhältnis zwischen den beiden führte, aber sie verdankt ihm ihre Erziehung auf einer ländlichen Farm und ihre Ausbildung in Privatschulen. Trotz des wohlhabenden Vaters hatten Robbie und ihre Mutter Zari Kessler nach seinem Weggehen Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Robbie nahm Gelegenheitsjobs an, um über die Runden zu kommen, unter anderem bei der Fastfood-Kette Subway. Sie begann als Gemüseschneiderin und Tellerwäscherin, wurde dann aber in die Sandwich-Abteilung befördert. Wie sie sich 2014 gegenüber Vanity Fair erinnerte: "Ich war wirklich gut darin. Ich mache ein hervorragendes Subway. Der Trick ist, alles gleichmäßig zu verteilen und so gut zu schneiden, dass es nie einen schlechten Biss gibt." Zu Robbies anderen Jobs gehörten Catering, Lagerarbeit und ein Job in einer Apotheke. Nach ihrem ersten großen Auftritt in einer australischen Seifenoper engagierte Subway sie für einen Werbespot. Margot Robbies Fans außerhalb ihres Heimatlandes Australien kennen sie wahrscheinlich vor allem in ihrer Rolle als amerikanische Berühmtheit Tonya Harding oder Sharon Tate. In ihrer Heimat ist sie aber vielleicht noch bekannter für ihre Rolle in der langlebigen Seifenoper Neighbors, in der sie Donna Friedman spielte. Die Figur wurde zum Liebling der Fans, nicht zuletzt dank der positiven Darstellung von Bisexualität und Robbies offensichtlicher Star-Power. Ursprünglich als einmalige Rolle gedacht, wurde Donna bald zu einer wiederkehrenden Figur. Robbie blieb schließlich 3 Jahre lang in der Serie, verließ dann aber 2010 Australien, um eine Karriere in Hollywood zu verfolgen. Das sagte sie der TV Week. "Ich will nach Amerika. Es war immer mein Ziel, in Hollywood zu arbeiten. Es ist die einzige Phase in meinem Leben, in der mich absolut nichts aufhält." Nachdem Margot Robbie nach Hollywood gegangen war, bekam sie zunächst einige kleinere Filmrollen. Das änderte sich, als Regisseur Martin Scorsese sie 2014 für das Krimi-Epos The Wolf of Wall Street besetzte. Sie spielte die Hauptrolle an der Seite von Leonardo DiCaprio, dessen unbändiger Energie sie in nichts nachstand. Berichten zufolge bekam Robbie die Rolle, weil sie DiCaprio beim Vorsprechen ins Gesicht schlug, einer Aktion, die im ursprünglichen Drehbuch nicht vorgesehen war. Wie sie sich gegenüber Harper's Bazaar erinnerte: "In meinem Kopf dachte ich, du hast buchstäblich nur noch 30 Sekunden in diesem Raum und wenn du nicht etwas Beeindruckendes machst, wird nie etwas dabei herauskommen. Das ist eine einmalige Chance. Nutze sie." Und so begann mit diesem einen Schlag eine märchenhafte Karriere, in der Robbie eine Paraderolle nach der anderen ergatterte. Als Robbie 2016 für den Film Suicide Squad unterschrieb, wusste sie nicht viel über die Figur der Harley Quinn. Gegenüber der Washington Post gab sie zu: "Ich kannte die Comics nicht, ich hatte von ihnen gehört, aber ich hatte keine Ahnung, dass Harley eine so große Fangemeinde hat." Nichtsdestotrotz war ihre Darstellung von Harley ein Erfolg und ihr Kostüm war angeblich das am häufigste gegoogelte Halloween-Kostüm des Jahres 2016. Es unterschied sich deutlich von früheren Versionen von Harley, da ihr Outfit aus Netzstrümpfen, einem Nietengürtel und einem zerrissenen T-Shirt mit der Aufschrift "Daddy's Little Monster" bestand. Obwohl sie ursprünglich nicht vorhatte, Harley wieder zu spielen, nutzte Robbie die Gelegenheit, die Figur in Birds of Prey von 2020 mit einem feministischen Ansatz zu rehabilitieren. Diesmal war sie auch als ausführende Produzentin tätig. Wie sie Rotten Tomatoes mitteilte: "I thought it would be great for the character and I thought the industry needed a girl gang action film." Viele Fans haben sich in Robbies Version von Harley Quinn in Suicide Squad verliebt, aber ohne die intensive Hingabe der Schauspielerin wäre es vielleicht das letzte Mal gewesen, dass wir diese Figur auf der Leinwand gesehen haben. Als es also an der Zeit war, sie für Birds of Prey zurückzuholen, tat sie alles, um den Film unvergesslich zu machen. Der Film war weniger eine Fortsetzung von Suicide Squad als vielmehr ein Begleitstück, das Harleys eigenes, bizarres Leben erforschte und Robbie zwang, in mehreren Rollen gleichzeitig zu arbeiten. Als eine der Gründerinnen von Lucky Chap Entertainment war sie auch eine der Produzentinnen des Films. Schließlich ging sie über das Notwendige hinaus, brachte alle Teile zusammen, um den Film Wirklichkeit werden zu lassen und ging so sehr in ihrer Rolle auf, dass sie die meisten ihrer Stunts selbst ausführte.
Robbie wollte so viele Action-Szenen wie möglich selbst drehen und sie brachte dieselbe Energie ein, als sie Harley in The Suicide Squad von 2021 wiederspielte. Ihre größte Szene in diesem Film erforderte turnerische Flexibilität, wenn sie ihre Füße benutzt, um ein Schloss zu öffnen, bevor sie aus einer Gefängniszelle ausbricht. She is like a human Swiss Army knife. Nachdem Margot Robbie den Sprung vom Fernsehstar zum Filmstar geschafft hatte, gab es kein Halten mehr. Zwischen Wolf of Wall Street und Suicide Squad legte sie den Grundstein für die nächste Phase ihrer Karriere. Wie sie 2018 gegenüber Harper's Bazaar erklärte: "Ich wollte nicht noch ein Drehbuch machen, in dem ich die Ehefrau oder die Freundin bin. Nur ein Katalysator für die männliche Handlung. Das war nicht inspirierend." Ihre Rolle in Wolf of Wall Street mag Robbie berühmt gemacht haben, aber es war nicht die Art von Rolle, die sie immer wieder spielen wollte. Also beschloss sie, dieses Problem der möglichen Typisierung zu lösen, indem sie ihr eigenes Produktionsstudio gründete. Lucky Chap Entertainment nahm 2014 den Betrieb auf und ist seitdem stark gewachsen. Nicht alle ihre Filme waren ein durchschlagender Erfolg, aber einige wie I, Tonya und Promising Young Woman haben Kritiker, Publikum und Preisverleiher überzeugt. Einige Jahre nach Wolf of Wall Street spielte Robbie in einem anderen Film, der für ihre Karriere ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger war. I, Tonya kam 2017 in die Kinos und bedeutete für sie eine Reihe von Premieren. Es war das erste Mal, dass sie eine Hauptrolle spielte und das erste Mal, dass ihre Produktionsfirma Lucky Chap Entertainment dazu beitrug, ein Projekt zum Leben zu erwecken. In vielerlei Hinsicht war es ein entscheidender Moment für die Firma. Das von Stephen Rogers geschriebene und von Craig Gillespie inszenierte Biopic folgt dem Leben der Eiskunstläuferin Tonya Harding und so musste Robbie für diesen Film etwas mehr arbeiten, indem sie Schlittschuh laufen lernte. Schließlich hatten die Schauspielerin und ihr Team mit I, Tonya Erfolg. Der Film war ein bescheidener Erfolg an den Kinokassen und ein wichtiger Oscar-Gewinner mit einer Nominierung für Robbie als Hauptdarstellerin und einem Oscar für ihre Co-Star Allison Janney als beste Nebendarstellerin. I was loved for a minute. Der auf wahren Begebenheiten basierende Film Bombshell, Das Ende des Schweigens von 2019, erforscht die Kultur der sexuellen Belästigung, die bei Fox News unter der Leitung von CEO Roger Ailes grassierte. Viele der Rollen basieren auf realen Personen, aber Margot Robbies Rolle, der Kayla, ist eine zusammengesetzte Figur mit mehreren realen Inspirationen. Robbie hat zugegeben, dass Bombshell, Das Ende des Schweigens, eine Art Weckruf für sie war. Wie sie Variety im November 2022 erzählte: "Mir wurde klar, dass ich als jemand mit einer etablierten Position in der Branche, finanziell abgesichert und unabhängig, die Definition von sexueller Belästigung nicht kannte. Und das ist schockierend." Robbie erzählte Entertainment Weekly auch, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich in Kaylas Kopf hineinzuversetzen und dass die Arbeit am Set nicht einfacher wurde. In ihren eigenen Worten: "Die emotionale Seite war auf eine andere Art schwierig. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Bombshell, Das Ende des Schweigens brachte Robbie ihre zweite Oscar-Nominierung ein." Margot Robbie ist ein großer Fan des Regisseurs Quentin Tarantino. Schon lange bevor sie berühmt wurde, hatte sie vor, ihm einen Brief zu schreiben, wenn sie sich bereit fühlte, in einem seiner Filme mitzuspielen. Dieser Moment kam 2017, nachdem sie ihren eigenen Auftritt in I, Tonya gesehen hatte. Also schrieb sie endlich den Brief, über den sie schon seit Jahren nachgedacht hatte. Und wie der Zufall es wollte, erreichte er Tarantino gerade zu dem Zeitpunkt, als er über die Besetzung seines nächsten Films Once Upon a Time in Hollywood nachdachte, der 2019 in die Kinos kommen soll. Robbie wusste es damals noch nicht, aber mehrere Freunde von Tarantino hatten sie bereits für die Rolle der Sharon Tate ins Gespräch gebracht. Also nahm er Kontakt auf und lud Robbie zu sich nach Hause ein, wo sie stundenlang das gerade fertiggestellte Drehbuch las. Als sie fertig war, war sie bereit, die Rolle zu spielen und er war mehr als glücklich, sie ihr anzubieten. I'm in the movie. I'm Sharon Tate. Als Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin hat Margot Robbie nicht viel Zeit für sich selbst, aber sie hat einen Plan für die Zeit nach der Arbeit. Wie sie der Vogue 2023 verriet: "Alles, was ich tun will, ist, in einem Zug zu leben." Robbie genießt es, sich zurückzulehnen und aus dem Fenster zu schauen, während der Zug durch die Landschaft rollt. Im Jahr 2022 fuhr sie mit ihrem Mann, Tom Eckerly, mit dem Orient Express, was schon lange ein Traum von Robbie gewesen war. Sie verbrachte die Fahrt sogar damit, die Filmversion von Mord im Orient Express aus dem Jahr 1974 anzuschauen und zu vergleichen, wie sich ihre Reise anfühlte. Wie sich herausstellte, könnte die Besessenheit von Zügen eine Art Familienerbe sein.
2019 reiste Robbie zurück in ihre Heimat Australien, um Zeit mit ihrer Schwester zu verbringen. Statt am Pool zu entspannen, fuhren sie mit dem berühmten Garnzug 4 Tage lang durch das australische Outback. Margot Robbie hat bereits mit einigen ihrer größten Hollywood-Helden wie Martin Scorsese und Quentin Tarantino zusammengearbeitet. Aber sie hat noch nicht alle Traumpartner von ihrer Wunschliste gestrichen. In einem Vanity Fair-Profil von 2022 nennt sie einige bemerkenswerte Regisseure, mit denen sie noch arbeiten möchte, darunter Paul Thomas Anderson, Bong Joon-ho und Celine Sharma. Zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere ist es schwer vorstellbar, dass Robbie Schwierigkeiten haben könnte, mit jedem, den sie möchte, zusammenzuarbeiten. Sie ist einer der größten Stars in Hollywood und als Produzentin bei Lucky Chap Entertainment hat sie großen Einfluss darauf, an welchen Projekten sie als nächstes arbeiten wird. Trotz der beneidenswerten Position, in der sie sich heute befindet, ist Robbie immer noch genauso begeistert von ihrer Arbeit wie in ihren frühen Tagen im australischen Fernsehen. Gegenüber Ned A Porter sagte sie 2018: "Ich bin seit fast 10 Jahren am Set und denke immer noch, das ist so cool. Schau dir das an, das ist unglaublich, oh mein Gott." Margot Robbie scheint die perfekte Schauspielerin für die Rolle der Barbie zu sein, aber diese Entscheidung war nicht immer offensichtlich. Wie sie der Vogue im Mai 2023 verriet: "Das klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich habe wirklich erst Jahre nach Beginn der Entwicklung des Projekts daran gedacht, Barbie zu spielen." Robbies Arbeit am Barbie-Film begann eigentlich aus der Perspektive einer Produzentin. Sie hatte nicht wirklich eine persönliche Geschichte mit dem Spielzeug von Mattel, also war es nicht gerade etwas, von dem sie ihr ganzes Leben lang geträumt hatte. I think we want more than anything everyone to kind of have the experience they want to have. Robbie half die Regisseurin Greta Gerwig für das Projekt zu gewinnen und die beiden begannen sich darüber auszutauschen, wer ihrer Vorstellung von der Figur entsprach. Die erste Person auf der Liste war Gal Gadot, da sie ihrer Meinung nach die Barbie-Energie verkörperte. Am Ende gab es mehrere Versionen von Barbie im Film, aber Gadot war nicht dabei. Und mit Robbie in der Hauptrolle passt sie so gut in die Rolle wie Barbie in ihr Traumhaus. Auch wenn es nicht von Anfang an so geplant war, so scheint es doch, als ob es schon immer so vorgesehen war.